Caleb Evan hat die Schlussetappe der 38. internationalen Thüringen-Rundfahrt gewonnen. Der Australier siegte nach 157,5 Kilometern im Massensport und feierte seinen zweiten Etappensieg. Im Ziel bedankte er sich bei seinen Teamkollegen, die im Finale viel Arbeit leisten mussten. Bereits kurz nach dem Start in Ichtershausen hatte sich eine Fluchtgruppe gebildet. Mit dabei auch Jascha Sütterlin aus dem Thüringer Energieteam. Gemeinsam mit Christian Haugart Jensen und Hamish Schürs fuhr Sütterlin an der ersten Bergwertung nach knapp 10 Kilometern vorn. Dahinter folgten Ruben Zipundke und Alistair Slater kurz vor dem Feld. Nach der Bergkuppe trat der Schwede Fredrik Ludvigsson an und fuhr nach vorn. So stand bereits nach wenigen Kilometern die Gruppe des Tages. Am ersten schweren Anstieg hinauf zur Ruhlauer Skihütte setzte sich dann Jascha Sütterlin von seinen Begleitern ab und versuchte sein Glück allein. Doch nach dem Anstieg schlossen die fünf wieder auf. Im Feld attackierte im Anstieg Silvio Herklotz. Und der Gesamtdritte Damien Horsen ging sofort ans Hinterrad des deutschen Meisters. Doch das gelbe Trikot war auch heute nicht in Schwierigkeiten zu bringen. Van Baarle fuhr direkt an Horsens Hinterrad. Doch der Gesamtzweite Lasse Norman Hansen im Punktetrikot konnte nicht mitgehen und musste reißen lassen. Doch mit Hilfe seiner Teamkollegen konnte er wieder aufschließen. Knapp 50 Kilometer vor dem Ziel hatten die sechs Ausreißer nur noch knapp 3 Minuten Vorsprung. Im Feld machte Rabobank das Tempo und kontrollierte das Rennen. Die Einigkeit in der Spitzengruppe war schon weit vor dem Ziel vorbei. Hamish Schürs schüttelte seine Begleiter ab und versuchte sein Glück als Solist. Als es auf die knapp 30 Kilometer lange Schlussrunde ging, war der Vorsprung auf unter 2 Minuten gesunken. Aus dem Feld attackierten noch einige Fahrer, doch auch sie wurden genau wie Schürs wieder eingeholt und es kam zum Massensprint. Dylan van Baarle erreichte mit dem Hauptfeld das Ziel und gewinnt die 38. internationale Thüringen-Rundfahrt. Am Berg nicht abzuhängen und im Zeitfahren super stark, siegte der Niederländer am Ende knapp vor Lasse Norman Hansen und Damien Horsen. Bester Nachwuchsfahrer der Rundfahrt ist der 19-jährige Amerikaner Taylor Eisenhardt, der das Rennen nach mehr als 1000 Kilometern als Gesamtsechster beendete. Das Sprinttrikot der Rundfahrt gewinnt Tim Schlichenmeier, der es auf der zweiten Etappe erobert hatte und nicht mehr abgab. Auch die Bergwertung war schon vor dem letzten Tag entschieden. Das grün gepunktete Trikot gewinnt mit großem Vorsprung der Tageszweite Magnus Kurt Nielsen. Mit seinem zweiten Etappensieg sicherte sich Caleb Evan auf der Schlussetappe noch einmal 25 Punkte und eroberte so das Punktetrikot der Rundfahrt. Mit Dylan van Baarle gewinnt bereits zum 6. Mal ein Niederländer die bedeutendste Rundfahrt der U23-Klasse. Damit fügt er seinen Namen in der Liste prominenter Profiradsportler wie Toni Martin, John Degenkolb oder Wilco Keldermann hinzu, die diese Rundfahrt zu Beginn ihrer erfolgreichen Karriere ebenso gewinnen konnten.